Moin Leute, Kraft und Sie sind am Start. Heute mit einem weiteren Tuning-Video. Heute wird wieder getuned und zwar ist heute das LCC Sanctus Moped an der Reihe. Ist auch ein Teil von diesem Halloween-DLC. Bekommt ihr aktuell bei Southern San Andreas für 1,3 Millionen GTA 5 Dollar. Und ja, das Ganze werden wir uns mal angucken. So, ihr könnt hier keine verschiedenen Designs wählen. Hier könnt ihr natürlich nur die Grundfarben wählen, wie bei den anderen Fahrzeugen auch immer. Tempo ist auf jeden Fall schon mal gut. Beschleunigung ist fast voll. Bremsleistung, okay. Traktion, ja okay. Traktion so ein bisschen so wie ein Einkaufswagen bei Lidl an der Kasse. Aber ja, mal gucken. Wir tun das Ding ja noch. Wie ihr schon sehen könnt, hier ist so eine Maske und ich weiß, dass die Augen rot leuchten. Finde ich eigentlich ganz cool. Wir gucken mal, was hier so steht. Also gut, rein technisch gesehen hat das Fahrzeug keine Straßenzulassung und ist auch nicht sicher. Und bei der Gabel sollten Sie lieber das Wenden in drei Zügen perfekt beherrschen. Aber wenn man das alles mal außer Acht lässt, kann man damit gerade Strecke vorausgesetzt direkt in den Gothic-Biker-Todeskult seiner Wahl cruisen. Okay. So, ich habe das Ding ja schon gekauft, schon bezahlt und schon ausgeliefert. Da hinten ist das gute Stück. Ich hatte die letzte Mal schon getuned, aber ich habe mir gedacht, ich werde jetzt nochmal zusammen mit euch bzw. für euch im Video werde ich die nochmal tunen. Und da fahren wir jetzt mal kurz in meine eigene Tuning-Werkstatt. Meine Fresse, hier liegt schon wieder nur Kohle rum. Ich habe einfach zu viel davon und ich weiß nicht, wohin damit. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst mal den Boden damit. Sieht auch mal ganz gut aus. Demnächst werde ich noch die Wände damit verputzen und streichen. Ja, und dann muss ich mal gucken. So, Panzerung mache ich nicht. Bremse, volle Pulle. Karosserie, Frontschutzbleche. So Leute, ab jetzt fängt schon wieder an. Hier ist alles Geschmackssache. In dem Fall, ich finde, so normale Schutzbleche passen jetzt nicht zu diesem Motorrad, weil das kann man bei jedem anderen Motorrad machen. Aber das Motorrad ist ja ein spezielles und das gibt es halt nur zur Halloween-Zeit. Und auch an der Stelle nochmal, ganz wichtig Leute, wenn ihr unbedingt Bock habt auf dieses Moped, dann kauft euch das jetzt in den nächsten knapp 2 Wochen. Weil wenn das Update wieder vorbei ist, also dieses Halloween Special, dann müsst ihr wieder ein Jahr warten, bis ihr euch das erneut kaufen könnt. Deswegen überlegt euch das immer gut und wenn ihr da Bock drauf habt, kauft euch das jetzt, kratzt eure Groschen zusammen und geht nach Southern San Andreas und legt da ein paar Batzen hin auf den Tisch und dann kauft euch das. Also, was ich gerade sagen wollte, ich finde halt, diese Schutzbleche passen halt super zu dem Moped, weil die normalen Schutzbleche, die könnt ihr bei jedem x-beliebigen Motorrad dran machen. Da braucht ihr jetzt meiner Meinung nach nicht auf diesem Special Moped solche normalen Schutzbleche machen. Also, ich lasse definitiv die serienmäßigen Schutzbleche drauf, vorne, genauso wie hinten auch. Benzintank müsste ich selber nochmal gucken. Serienmäßig passt halt zu den Schutzblechen schon. Erdnusstank ist halt wieder ein normaler Tank. Wir wollen ja eigentlich, oder ich will kein normales Moped machen. Deswegen werde ich da auch den serienmäßigen Tank lassen. Die Riemenabdeckung, was gibt es da? Da gucke ich mal selber nochmal. Chromabdeckung. Okay, das ist halt wieder Geschmackssache. Soll das abgedeckt sein oder soll der Riemen offen sein? Da könnt ihr natürlich auch wieder frei entscheiden. Ich finde halt cooler, wenn man sieht, also wenn man das offen sieht, finde ich persönlich besser. Deswegen wird es darauf hinauslaufen. Ich lasse das so. Ich werde die hier wählen. Expo-Abdeckung Sekundärfarbe. Die nehme ich. Und dann gucken wir mal weiter. Motorblock. So ist Serie, halb verchromt, Motorblock Sekundärfarbe und voll verchromter Motorblock. In dem Fall nämlich voll verchromt. Motorabstimmung habe ich schon gemacht, Stufe 4. Wir wollen ja ein bisschen Pfund haben, ne? Wir wollen ja hier nicht wie so eine Mofa uns fortbewegen. So, Luftfilter, Standardfilter, das seht ihr jetzt hier vorne an der Seite. Ich versuche mal ran zu zoomen. So, jetzt könnt ihr sehen, da ist einmal, also serienmäßig ist der so spitz, dann gibt es einmal diesen runden, dann so, so, dann so einen kleinen, ja weiß ich nicht, Luftfilter halt. Dann nochmal spitz, da sehe ich jetzt gar nicht so viel Veränderung zu dem serienmäßigen. Dann habt ihr hier so einen großen Ansaugfilter.
ja, so eine Trichter halt irgendwie, ne? Das Ganze nochmal in kurz. Ich glaube, ich lasse den Serie. Beziehungsweise ich nehme den anderen. Diesen hier, diesen Spitzen. So. Dann gucken wir mal weiter. Auspuff. Serie ist der relativ klein. Dann gibt es einmal Dragpipes. Schräger Seitenauspuff. Und gekürzt. Also ich nehme diesen hier. Diesen schrägen Seitenauspuff. Gefällt mir jetzt am besten. So, Hupe. Auch da, Leute, wenn ihr irgendwelche speziellen Hupen haben wollt, die es jetzt zur Halloween-Zeit gibt, jetzt zuschlagen, nicht nach dem Update, weil dann kriegt ihr die nicht mehr. Ihr könnt auch fortlaufend gehen und dann geht ihr auf Halloween. Da gibt es aktuell zwei Stück. Ich nehme einfach beide und wähle die. So. Lichter, Scheinwerfer. So, und dann ist das, was ich vorhin gesagt habe, serienmäßig leuchten die Augen rot. Ich meine, ihr könnt das auch in der Arena-Werkstatt x-beliebig wieder verändern, wie ihr Bock habt. Aber ich lasse das so. Ich finde das ganz cool. Design. Rote Flammen. Ja, da gibt es halt ein paar Designs, wobei ich muss da jetzt kein Design drauf haben unbedingt. Ich finde das halt ohne ganz cool. Nummernschild habe ich schon gemacht. Kraft 90. So, Lackierung. Ganz schwarz geht natürlich auch klar, ne? Aber ich mache das Ding mal komplett rot. Da gehe ich jetzt mal auf Metallic. So. Rot. Ich nehme Torino Rot oder Formel Rot. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich nehme Formel Rot. Bei der Sekundärfarbe natürlich auch. Komplett rot finde ich schon mal geil. So, dann müssen wir natürlich noch mal die, beziehungsweise Getriebe habe ich schon gemacht. Turbo ist auch schon drauf. Felgentyp, Vorderrad, Serie. So, und da habe ich jetzt, ich zeige euch noch mal ganz kurz die Serienfelgen, die da drauf waren. Wo sind die? So, das sind die Serienfelgen. Die sind okay, aber ich persönlich finde diese Spinnweben besser. Deswegen habe ich die gewählt, vorne sowie hinten. Ich weiß gar nicht, kann man die Felgenfarbe verändern? Müsste eigentlich. So, die habe ich dann schwarz gemacht. So, und das war es eigentlich, glaube ich, schon. Ja, dann sind wir hier durch. Ich fahre mal damit raus. Immobilie verlassen. Mir gefällt das auf jeden Fall gut, das Moped. Und ja, wie gesagt, Leute. Die Mopeds und beziehungsweise das Moped und die ganzen Autos kriegen wir nur aktuell. Ne? Ansonsten eine Wartezeit. Boah, der macht ja richtig Flammen hier. Ja, richtig Flammen raus. Das ist ja wie die Höhle. Guckt ihr euch ja direkt vor der Ghost Rider. Und das Ding geht auf jeden Fall gut nach vorne. Ne? Also, das ist auf jeden Fall nicht langsam, das Gerät. Macht schon Bock. Und wenn er die Flamme so rausballert. Ja, Leute, ich würde mich natürlich an der Stelle freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet. Wenn ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne abonnieren und nichts mehr verpassen, indem ihr die Glocke aktiviert. Ansonsten, ja, würde ich sagen, viel Spaß bei dem Halloween DLC und viel Spaß beim Zocken. Ansonsten würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Euer Kraft. Ciao. You on the block in the generator, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.